Eine Stadt wird nicht nur durch einen Bürgermeister, durch eine Regierung, durch die Beamtenschaft bestimmt, sondern eine Stadt ist nur dann eine besondere Stadt, wenn Gemeinschaft funktioniert und viele Menschen mithelfen. Und das passiert in Graz in unglaublicher Weise. Eine Gesellschaft, eine Stadt profitiert natürlich von jeder freiwillig geleisteten Stunde, weil wir das alles so professionell gar nicht zahlen könnten. Das wäre eine unglaubliche Ausgabe, wenn wir das alles wirklich monetär abgelten würden. Also ist es ein volkswirtschaftlicher Mehrwert, der hier geleistet wird. Allein im sozialen Bereich haben wir eine unglaubliche Vielzahl an Organisationen, die mit freiwilligen Menschen arbeitet. Vinzenzgemeinschaft Eckenberg ist jetzt 25 Jahre alt. Wir haben 1990 begonnen und kümmern uns um jene Menschen, die so am Rande der Gesellschaft stehen. Pfarrer Bucher sagt immer so die hässliche Armut, also Haftentlassene, Drogenabhängige, Menschen, die schwer alkoholkrank sind, psychisch krank sind. Und dafür haben wir in den letzten 25 Jahren 38 Einrichtungen gegründet, mit dem Ziel, Menschen ein Stück Heimat zu geben, beziehungsweise ihnen zu helfen, wieder zurück in die Gesellschaft zu kommen. Bei uns in den Vinzi-Werken arbeiten über 700 Ehrenamtliche mit. Im Verhältnis dazu haben wir in unseren 38 Einrichtungen insgesamt 23 Angestellte und eben diese 700 Ehrenamtlichen. Und die Vinzenzgemeinschaft weltweit ist eine Laienorganisation, das heißt, sie lebt vom Ehrenamt. Und somit auch wir und unsere Ehrenamtlichen erfüllen im Prinzip die gleichen Aufgaben wie unsere Hauptamtlichen, nämlich jene Menschen Zeit zu schenken, die bei uns wohnen, sie zu betreuen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, ihnen einfach auch Unterstützung anzubieten. Wir haben auch das Glück, dass wir wirklich auch von der Altersgruppe her sehr breit gefächert sind. Unsere Jüngsten sind 18, unsere älteste Mitarbeiterin ist 90. Und auch die Motivation ist ganz unterschiedlich. Manche sagen, sie möchten einfach für Menschen da sein, weil es ihnen selber gut geht. Das heißt, ein bisschen was zurückgeben von jener positiven Lebenserfahrung, die sie haben. Manche sagen, sie möchten etwas fürs Leben lernen. Das betrifft auch sehr viele junge Menschen, die sagen, ich brauche etwas für mein Studium, ich brauche etwas für meinen Beruf und das hole ich mir jetzt im Sozialbereich und nicht wieder in meinem Fachbereich. Das heißt, einfach zusätzlich soziale Kompetenz. Andere sagen, ich habe genügend Zeit und ich gebe es einfach her und sagen, es gehört dazu unserer Aufgabe, Solidarität zu leben und auch einfach in der Gesellschaft jenen Menschen zu helfen, denen es ihm nicht so gut geht. Der Männernotruf Steiermark, den habe ich vor 2 Jahren gegründet, ist ein Krisentelefon für Anliegen und Probleme aller Art. Zurzeit haben wir 37 ehrenamtliche Mitarbeiter. Ich mache die Leitung auch ehrenamtlich. Vor allem das Besondere ist, wir sind rund um die Uhr erreichbar. Und was ich herausgestellt habe, dass wir vor allem für Gewalttaten und Krisen in der Familie, Beziehungsprobleme, ist der Hauptteil unserer Anrufer. Die Männer, die jetzt mitarbeiten, wir haben eine Frau, die sozusagen Verwaltung macht und die anderen 37 Männer arbeiten also am Telefon. Ich habe sie die meisten persönlich angesprochen oder haben sich bei mir gemeldet. Ich habe gefragt, warum willst du da mitarbeiten? Sie haben einfach gesagt, okay, ich finde, es ist ein gutes Projekt, ist eine gute Sache und ich möchte der Gesellschaft auch etwas zurückgeben. Mir geht es gut in meinem Leben und ich möchte für andere Menschen da sein. Wir haben ehrenamtliche Helferinnen und Helfer in allen Lebensbereichen. Es fängt bei den Kleinsten an, ob das Menschen sind, die bei jungen Schülerinnen und Schülern beim Lesen, Lernen helfen, ob das darüber hinaus das Engagement im Sportbereich ist und im Kulturbereich, ganz, ganz wichtig. Wie viele Vereine haben wir, wo Trainerinnen und Trainer, Funktionäre im Laufe ihres Lebens maximal ein Ehrenzeichen dann bekommen, aber finanziell keine Zuwendungen. Das schönste Geschenk ist wahrscheinlich ja sowieso, dass Helfen dir selbst auch Freude macht, wenn du siehst, wie anderes wächst. Die Pfadfinder sind eine Kinder- und Jugendorganisation, das heißt, es sind ehrenamtliche Leiter, die ihre Freizeit mit Kindern verbringen, die Heimstunden heißen das, Gruppenstunden in der Woche planen, die durchführen. Da gibt es mehrere Inhalte dazu und dann gibt es auch Lager, Sommerlager und so weiter. Es gibt in der Steiermark 3500 Pfadfinder und das sind sowohl Kinder als auch Leiter inbegriffen. Und die kommen aus 16 Gruppen in der ganzen Steiermark. Wenn man jetzt von den Pfadfindern ausgeht, das ist sehr oft so, dass Leiter schon selbst als Kinder Pfadfinder waren.
bzw. der Quereinsteiger sich sehr gut mit dem, was die Pfadfinder tun, sich in der Natur mit der Natur auseinandersetzen, zurechtfinden in Gemeinschaft, eine gewisse Art von Toleranz gegenüber Religionen zu leben, gegenüber politischen Gesinnungen zu leben, das dann in ihren Werte, in ihre Werte mit aufnehmen können und das an Kinder wiederum weitergeben wollen. Dadurch bekommt man sehr viel geschenkt, sage ich immer wieder, weil es ist ein Geschenk, dass jemand mit dir Zeit verbringt und sich um dich kümmert in seiner Freizeit und du damit deine Freizeit besser verbringen kannst, als Kind jetzt gesehen. Wenn man das Geschenk annimmt, möchte man es hin und wieder auch zurückgeben. Der Radsportverband hat in der Steiermark 62 Vereine mit ungefähr fast 2000 Mitgliedern, ist sozusagen für den wirklich Rennsport verantwortlich, also nicht nur für den Breitensport, sondern für den Rennsport verantwortlich. In den Vereinen selbst arbeiten die Obmänner auch ehrenamtlich und wir schauen, dass also Rennen nach dem ÖSV-Status stattfinden, um sozusagen Jugendliche wirklich heranwachsen zu lassen, damit sie später in die Profikarriere einsteigen können. Aber ich glaube, der Hauptgrund ist schon die Freude am Radfahren. Das ist das Schöne und deswegen betätigen sich auch, sage ich, die Obmänner oder die Trainer, jetzt wenn man den Jugendbereich anschaut, um sozusagen mit Jugendlichen zu arbeiten, den Jugendlichen vor allem eine Chance zu geben, anders mit Problemen umzugehen, weil es dort auch um Siegen und Verlieren geht, aber ihnen schon die Möglichkeit gibt, okay, pass auf, du kannst vielleicht einmal eine Profikarriere im Radsport bestreiten. Vereine und Organisationen, die ohne ehrenamtliche und freiwillige Arbeit nicht existieren könnten, sind auch auf Unterstützung angewiesen. Hier nimmt die Stadt Graz eine Vorreiterrolle ein. Wir denken immer wieder darüber nach, was kann man tun, damit dieses Vereinswesen, das meistens dran gekoppelt ist, auch funktioniert. Da sind wir viel zu bürokratisch geworden. Da gibt es immer mehr Vorschriften, die Vereine, wenn ich so sagen, da fast in die Knie zwingen. Da müssen wir aufpassen, durch das Überkontrollieren und durch das zu genau sein, nicht viele Menschen die Freude an diesem Helfen verlieren. Es gibt auf der einen Seite eine Versicherung für Freiwillige, die von der Stadt Graz auch bezahlt wird. Und auf der anderen Seite ist es in einer großen Gemeinde, in einer Stadt in der Größe von Graz natürlich notwendig, dass wir die Menschen miteinander in Verbindung bringen. Das heißt, wir haben eine Ehrenamtsbörse installiert, wo wir auf der einen Seite die Organisationen einladen, die Freiwillige suchen und auf der anderen Seite an die Menschen herantreten, die bereit sind, Stunden zu investieren, ihre Zeit zu investieren, um wohltätig zu arbeiten. Auch für die Zukunft wird die Stadt Graz daran arbeiten, die Rahmenbedingungen für freiwillige Arbeit weiter zu verbessern. Das eine ist Information und das zweite ist eben dieses Miteinander in Verbindung bringen. Dadurch, dass wir eine große Stadt sind, viele Organisationen haben und da reden wir jetzt von großen Bekannten wie die Caritas, wo eigentlich alle wissen in der Stadt, dass dort Freiwilligenarbeit geleistet wird, bis hin zu sehr kleinen Vereinen, Selbsthilfegruppen. Da ist ein unglaubliches Spektrum da und viele Menschen wissen das gar nicht. Und das, glaube ich, ist die große politische Aufgabe, dass wir diese Rahmenbedingungen klar machen und dass wir die beiden Personen oder Organisation und Person miteinander in Verbindung bringen. Das, was wir brauchen, um gut Ehrenamtliche betreuen zu können, sind einfach die nötigen finanziellen Ressourcen einerseits. Das heißt, es braucht einfach auch Finanzen, damit wir gut betreuen können, damit wir auch ein Angebot schaffen können für Fortbildungen, für Unterstützung, für Begleitung. Auf der anderen Seite auch ein ganz großes Thema Versicherung, das mittlerweile in Graz gelungen ist, aber das natürlich auch ausgebaut gehört, damit unsere Ehrenamtlichen auch wirklich sicher in ihrer Tätigkeit sein können. Und es bräuchte auch einen gewissen Rahmen, wo sich die Ehrenamtlichen auch in der Stadt Graz bewegen können, dass nicht alles von uns gemacht werden muss, sprich Fortbildungen oder eben diese Begleitung, sondern dass auch Impulse von außen kommen, wo wir sagen, wir können euch dorthin schicken, da gibt es ein tolles Angebot, bitte informiert euch, bildet euch weiter, weil wir es einfach auch nicht schaffen, zeitlich nicht und finanziell nicht schaffen. Man braucht auf alle Fälle auch das Ansehen, politisch das Ansehen der Ehrenamtlichen. Ja. Ich weiß es selbst, das hilft schon, in einem Lebenslauf zu sagen, ja, da sind Ehrenamtliche dabei, aber es ist immer noch so, dass man mit Ehrenamtlichen meistens Feuerwehr, Rettung,
Zivildiener sind keine Ehrenamtlichen, aber Feuerwehr und Rettung verbindet, ja. Und da gibt es halt eine ganz große Bandbreite und die sind alle sehr wertvoll für die Gesellschaft und das soll auch nicht nur einmal im Jahr, sondern öfters einfach im Hinterkopf bleiben. Wir haben vier Säulen vor dem Rathaus stehen. Auf diesen Säulen stehen vier Allegorien, zwei Männer und zwei Frauen. Die Männer symbolisieren die Wirtschaft, also den Handel und die Industrie. Aber die beiden Damen in der Mitte zeigen doch, dass wir uns an Wissenschaft, also sprich an Ausbildung und Bildung und wissenschaftlichen Erkenntnis orientieren sollen. Wir sind ja auch Universitätsstadt mit mittlerweile über 60.000 Studierenden. Und die zweite Figur, die dort noch in der Mitte als Dame anwesend ist, ist die Kunst und die Kultur. Diese vier Figuren sind quasi die Säulen von Graz. Man hat auf eine vergessen und ich würde heute gerne eine fünfte Säule dazu bauen und eine fünfte Figur hinaufheben, nämlich eine einfache Bürgerin oder einen einfachen Bürger, könnte auch jemand aus einer Religionsgemeinschaft sein, weil wir durch das Ehrenamt eine Stadt geworden sind, in der immer mehr Menschen zuwandern wollen und in der es sich lohnt zu leben. Das heißt, eine der wesentlichsten Säulen auch von Graz ist das ehrenamtliche und zivile Engagement von Menschen für andere Menschen.